In diesem Video sage ich auch mal die Abonnentenanzahlen von ausgewählten YouTubern. Und zwar habe ich ausgewählt PewDiePie, Gronkh, YTT, Sarrazar, Alberto Von, Zombie, Domtendo, Table Tennis Gamer, SchachTV, Checkmate und Malte Schwerträger. Und ich bin selber auch drinne. Da sieht man erstmal links der YouTuber. Links ist die Anzahl am 6. Juni 2014. Rechts ist die Anzahl am 26. August 2014, also heute. Und rechts steht die Veränderung in 81 Tagen. Also es sind 81 Tage Raum dazwischen, wenn ich einigermaßen großen Zeitraum habe. Da kann man sehen, die größte Zunahme ist bei QDP mit 2,7 Millionen. Und was ein bisschen merkt, was ich ein bisschen merkwürdig finde bei Table Tennis Gamer, dass er eine Abnahme von 7 ist. Bei so einer großen Anzahl würde ich keine Abnahme erwarten. Also deswegen konnte ich bei ihm auch nicht so berechnen, weil er 40.000 Abos special, weil ich werde mich später noch so einzelne Tage, ich habe nämlich auch in Tagen dazwischen immer noch aufgezeichnet, dass er schon mal 40.000 hatte. Mal wieder drüber, mal drunter. Da sieht man es hier. Guckt es euch kurz an. Ich lasse euch noch 30 Sekunden Zeit, um es euch einzuwirken. So, die 30 Sekunden sind rum. Dann werde ich euch noch was anderes zeigen, was ich berechnet habe. Und zwar hier die durchschnittliche Abonnentenzu- oder Abnahme am Tag. Da ist natürlich die größte wiederum bei QDP mit über 33.000 Abonnenten. Jeden Tag, durchschnittlich. Mal hat er, glaube ich, 50.000, mal nur 20.000. Das schwankt natürlich. Deswegen habe ich natürlich so einen ausreichend großen Zeitraum. Und der geringste, kleinste Wert ist dabei Malte Schwertfeger mit 0,05 auf Abonnenten pro Tag durchschnittlich Zunahme. Bei Table Tennis Gamer sieht man natürlich diese Abnahme von 0, minus 0,08, also ganz bisschen abgenommen. Bei Checkmate, da sind 7 dazugekommen, deswegen plus 0,08. Natürlich das Vorzeichen noch beachten. Werde ich euch noch 15 Sekunden ab jetzt Zeit lassen, euch einwirken zu lassen. So, die 15 Sekunden sind rum. Dann habe ich jetzt eine dritte Tabelle. Das ist jetzt die letzte Tabelle, die ich berechnet habe. Und da links stehen die Abonnentenanzahl, also Abo-Special-Anzahl. Und dann noch daneben stehen die bis zu der Zahl fehlenden Abonnenten, Stand 26. August 2014. Und danach habe ich die Tage berechnet, also ich habe die Tage her berechnet, indem man hier sieht man die fehlende Abo-Anzahl durch diese Zahl hier teilen. Dann kriegt man hier den Wert raus, Tage dahin, und daraus jeweils das Datum berechnet. Bei Table Tennis Gamer schwanken ja die Zahlen, deswegen habe ich ja je nach Gaming geschrieben. Und sonstigen habe ich das alles gut berechnen können. Werde ich euch noch 20 Sekunden ab jetzt Zeit lassen, aus einwirken zu lassen. So, das waren nun die Abonnentenanzahlen. Jetzt kommen die immer die mit der Woche. Die übrigens Videos werden hochgeladen. Das minimieren. Hier Abonnentenanzahl. Sieht man von 6. Juni. Die habe ich ja schon mal gezeigt. Deswegen kommen hier 13. Juni und 20. Juni. Das ist dann immer jeweils ein paar Sekunden Zeit. Da sieht man auch gut bei Table Tennis Gamer. Hätte da auch schon über 40.000 hier.
da hatte die ja noch nicht, da nahm es zu, da dachte ich, schnipper den langsam zu. Aber da hat es plötzlich ein bisschen abgestürzt. Auf den 28. Juni. Da hatte er auch weniger als heute. Da hatte er auch weniger als heute, aber dann hat er auch wiederum mehr als heute. Zum Beispiel hier am 11. Juli mehr. Und jetzt hier am 18. Juli hat er auch wieder mehr, aber ungefähr 200.000 pro Woche, bald wieder 4, also gerundet. Geht hier weiter, 25. Juli. Da hat er wieder über 40.000 gehabt. Da hatte der auch über 40.000, also das ist natürlich ein bisschen. Da steht auch überall, ich abonniert bin. Da sieht man auch, welche Kanäle davon ich abonniert habe. Wann? Ich habe natürlich niemals davon jemanden deabonniert oder abonniert im Laufe des Zeitraums, um die Statistik nicht zu verfälschen. Und da kommt der heutige Tag, habe ich auch schon gezeigt. Deswegen hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Und auch die YouTuber, die ich darin aufgelistet habe, dass die das dann anschauen. Da hoffe ich mal, dass denen auch gefällt. Als Vorausberechnung. Oder Abo-Special, dann teilt das Video am besten, dann abonniert mich auch für weitere solche Videos. Auf Wunsch mache ich dann solche, ihr müsst mich dann erstmal schreiben, was ich machen soll. Und natürlich Daumen nach oben, Daumen runter, bitte nicht. Daher werde ich jetzt euch verabschieden.